Wir sind uns vermutlich einig, dass es unangenehm ist, von diesen schlechten Gefühlen so vollständig aufgesogen, aufgefressen zu werden. Gleichzeitig sind wir aber selten erfolgreich damit, das komplett wegzuignorieren, wegzudrücken. Wir müssen also irgendwas mit diesen schlechten Emotionen machen. Und da kommt jetzt ein Bereich mit hinein, den man Achtsamkeitsmeditation nennen könnte. Also wir versuchen, in diese negativen Gefühle einerseits reinzuspüren, hinzuspüren, wie fühlt sich das jetzt an, und gleichzeitig sich davon nicht komplett übermannen zu lassen, sondern sozusagen nur mit einem Fuß reinzusteigen und mit dem anderen Fuß aber versuchen, ein inneres Gleichgewicht zu bekommen, sodass wir nicht nur eben diese Unzulänglichkeit spüren, sondern ich sag mal das ganze emotionale Spektrum. Wir versuchen gleichzeitig auf unseren Atem zu achten, sodass wir da eben nicht so ganz reinkommen, sondern nur ein bisschen in diese negativen Gefühle. Der Gedanke ist nicht, das komplett wegzudrücken, das würde wahrscheinlich nicht so funktionieren, sondern da eine innere Ausgeglichenheit hinzubekommen.